Ja, das stimmt. Lieber Pepperoni und Ralapenos. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß. Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Können Sie sie ablenken? Ja, da gemacht. Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. Garrus, du nicht mal klein mit dem Sniper bewaffnen. Ihr gebt uns allen panzerbrechende Munition. Sehr schön. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. So viel dazu. Hast du gut die Skillung alles ausmarkern? Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Kennedy, sich? Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft. Und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bring sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Okay, also auf zur Orionhalle. Was? Hey ho, Party People. Weißt du noch, wie ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich das Video nicht füllen kann? Das ist 15 Minuten. Ja, das ist doch super. Hab ich doch gesagt. Mach einfach. Passt. Ich öffne.
speichern. Die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Na verdammt. Dem könnte man nicht helfen. Können wir da was holen? Ah, Moment, Moment, Moment. Konnte man da nicht noch irgendwas holen? Schade. Anscheinend nicht. Da macht er was zu essen. Tja, mit dem Rücken sollte man nie zur Wand stehen. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Ja, ja. Wenn ich sie sehe, bringe ich sie mit. Wenn nicht, Tasche Page. Dann ist die Schwester halt weg. Was labert denn der? Die Erde ist nicht gefallen. Da ist alles belebt, alles voll. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich so besiegen? So, der ist weg. Sehr schön. Nice. Oh, noch eine Waffe, Waffe, gib mir eine Waffe. Schrotflinte brauche ich nicht. Ah, da ist er doch. Sean, können Sie mich hören? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Okay, aber das Schöne ist, ich kann jetzt hier die Rakete holen. Zwei mit Raketewerfer, das ist nice. So, dann kann ich hier jetzt noch... Nee, ich will nicht raus. Ich will noch ihn. Nee, da warte ich noch, da warte ich noch. Bei denen warte ich noch. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle. Die Matlock. Ist die besser? Präzision ist auf jeden Fall höher. Feuergeschwindigkeit, Kapazität, ausbaufähig.
Ah ne, das kann ich jetzt noch nicht machen. Ne, ich bleib bei der Vindicator im Moment. Die Medlock könnte man später gucken. Garrus, du hast die falsche Waffe. Und jetzt nochmal bitte panzerbrechend. Ja, ist alle nicht lang durch, ich mach das schon. Gar kein Problem. Das war nicht so leicht. Oh, mein zweites Schneckchen. Jack! Shepard! Die knallharte Jack. Der quetscht sich einfach mal da durch. Nix da, du knallst ihn nicht ab. Sicher, mein Süßer. Mach ich doch. Die Studenten sind immer noch auf Zivilisten. Wir müssen sie aus der Schusslinie bringen. Schon. Gut, da ist die panzerbrechend Muni han. Ja, ja, bin hier schon dabei. Immer mit der Ruhe. Einer weniger. Das war der letzte. Kelly hat gesagt, sie sende dein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Frankly, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder ist ein Energieriegel. Weiter in 5. Autsch. Abhauen, Sie Esel. Ja, das wird jetzt die Kriegschen. Auf der einen Seite die blaue Liara, auf der anderen Seite die hier, Jack. Ich habe mich der Allianz gestellt, Jack. Und? Wie ist es gelaufen? Hat man ihnen zugehört? Dachte ich mir. Sie hätten bleiben können, aber sie mussten ja Soldat spielen.
Das scheint zurzeit aber auch Ihr Beruf zu sein. Ja, sieht so aus. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während Sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Exfiltrationsteam, der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an Ihnen vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle, muss also in der Nähe sein. Sie komprende Dente. So, also das könnt ihr euch mal überlegen, mit wem ich die Beziehung weiterführen soll, weil es wird auf jeden Fall Zickekrieg gehen zwischen ihr und Liara. Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also auf der einen Seite sie, auf der anderen Seite Liara. Liara ist halt andauernd bei uns dabei, ne? Also sie nicht, sie ist nur für eine Mission hier. Das ist halt, jo. Wie soll uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen? Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Mit ihr kann ich noch schwätzen? Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von ihr wegkommen. Wie verarbeiten die Studenten den Krieg? Was glauben Sie? Das ist ein Haufen Teenager. Bis vor einigen Monaten ging es ihnen nur darum, Sex zu haben. Und die sind bereit für den Krieg? Sie haben wohl kaum eine Wahl. Dann sind diese biotischen Artillerieangriffe... Theoretisch eine tolle Sache. Mit etwas Erfahrung kriegen sie es vielleicht hin. Aber? Als Unterstützung wären sie besser. Hilfe aus der zweiten Reihe bei Barrieren und so. Ich weiß auch nicht. Haben Sie ihnen das gesagt? Nein! Sie müssen überzeugt sein, dass ich an Sie glaube. Das habe ich aus Ihren Ansprachen gelernt. Ich muss sagen, Sie sehen gut aus. Das besprechen wir beim Landgang, hm? Das habe ich nicht gemeint. Vielleicht hat Ihre Einstellung ein bisschen auf mich abgefärbt. Ich hatte nie Familie. Und die Kids. Wer meine Studenten anfasst, den schneide ich in Streifen. Warum sind diese Studenten so wertvoll? Biotisch meine ich. Was ist schlimmer als ein wütender biotischer Angreifer? Eine Gruppe davon, die zusammenarbeitet. Wie ein biotischer Artillerieangriff. Wir reißen jedes Arschloch einfach in Fetzen. Laugt sie das nicht aus? Doch. Komm. Aber wir haben hart an der Verbesserung ihrer Kondition gearbeitet. Wenn sie sich beschweren, erzähle ich von der Kollektorenbasis. Husks herumschleudern. Überall Schockwellen freisetzen. Ach, ich dachte ständig, verdammt, soll sie doch der Salarianer zu Tode quatschen. Also, wegen uns beiden. Ey, ich weiß schon. Es gibt in ihrem Leben nur eine große Liebe. Die Reaper. Die sind das Einzige, was sie nachts wach hält. Wirklich schade. Ich bin viel besser im Bett. Die ist stramm. Alter, die ist stramm. Verdammt. Sollte es auch. Wir sollten das endgültig klären, wenn alles vorbei ist. Okay. Da bin ich mal echt gespannt. Ja, ja. Sobald sie wissen, wie wir hier wegkommen, sind meine Jungs und ich bereit. Also langsam verstehe ich, warum man ein, zwei Fore und so gemeint hat, obwohl das Spiel ab 16 ist, sollte man doch das Stream ab 80 stellen. Langsam verstehe ich's. Ist mir eh lieber. Sanders, so, jetzt. Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt. Sie
Sie müssen die Magnetschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Ja, ich frage mich. Unglaublich, dass Sie und Ihre Lehrerin zusammengearbeitet haben. Da Sie jetzt beide hier sind, haben wir vielleicht eine Chance. Wie geht's deinem Verstärker? Wir stehen bereit, wenn Sie uns brauchen, Commander. Ich glaube, ich habe mir den Muskel im Gehirn gezerrt. Okay. Bring einfach deinen Saft und dann schon wieder. Hab sie. Jetzt müssten Sie die Tür aufdrücken können. Gut, dann machen wir das.